So, jetzt ist die Frage, lasst ihr mich durch? Hört auf, nach oben zu gucken. So, damit hätten wir zwei schon mal weggekriegt. Hm, ich kümmere mich gleich noch um den letzten, wenn der jetzt nicht durchkommt. Aber erstmal das Auto nochmal vorbeifahren lassen. Ja, heute ist der Part ein bisschen langsam. Dafür gibt es aber auch mehr Gameplay und mehr Minuten. Haben, schätze ich, mal was davon. Warten wir mal. Na, wie gesagt, normalerweise meine Strategie, boom, Auto weg, Leute weg und dann geht das locker. Aber heute mal ein bisschen mehr Stealth-Genre zeigen, ja. So, Momentchen, kommt er jetzt durch? Ne, der letzte Typ stört ihn immer noch. Gut, dann machen wir das mal so schnell. Nein, 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 Snake, nicht Porno gucken. So, und jetzt verstecken wir uns mal schnell hier. Und schau mal, was passiert. Jetzt kommst du durch, oder? Na, dann beeil dich mal. Mensch, 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 weil wenn da nur der eine... Ja, bewegst du dich jetzt. Komm schon. Ich habe dir jetzt alles freigemacht. Ich hoffe nur, das Auto trifft mich nicht. Aber eigentlich, ich bin ja nicht auf der Straße. Ich weiß nicht, wie die in Russland fahren. Ey. Kriegt man wahrscheinlich den Führerschein schon zu seiner Geburt oder zum dritten Geburtstag, glaube ich. Oder in Polen war das, ich weiß nicht mehr. So, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wenigstens haben sie hier die Szene auf jeden Fall ziemlich realistisch aufgebaut. Ich weiß gar nicht, ob der Ort hier ein Vorbild hat von einer originalen Stadt oder... Die wecken den nicht mal auf? Okay. Jetzt bin ich selber verwirrt. Und jetzt erzähl mir nicht, dass... Gut, er scheint an ihm vorbeizugehen. Ich hoffe, dass er sich das jetzt auch traut. Dass er mir nicht erzählt, dass er das nicht kann, weil die in Pornohäftchen gucken. Oder vielleicht halten die ihn auch auf. Warten wir. Doch, er geht weiter. Alles klar. Oh, der rennt zurück. Okay, und wo gehst du lang? Da lang oder weiter? Hat er jetzt auch genug? Aber er geht in die andere Richtung. Mhm, da geht's lang. Gut, folgen wir ihm gleich. Ich warte nur, bis das Auto vorbei ist. Müsste ja schon wieder auf dem Weg sein, oder? Ja, da kommt's schon. Alles klar, wenigstens wissen wir, wo er langgelaufen ist. Bringt eine Menge. Na komm schon. Mann, da habe ich ja echt lange für das Gebiet hier gebraucht. Ich schätze mal, das geht wahrscheinlich um Welten schneller. Aber das war jetzt quasi eine ziemlich spontan überlegte Art und Weise, wie es ich hier mache. Aber gut, es hat, denke ich, funktioniert. Sind aber, glaube ich, noch nicht fertig mit dem Gebiet. Ja, da vorne läuft er nämlich noch. Karton bringt es auf jeden Fall. Ich mag Karton. In Peace Walker ist ja Karton aber eine Ecke besser, weil man nämlich hier auch zu zweit in Karton kann, ne? Aber weil man aus dem Karton schießen kann. Und das ist was ich mir schon in Metal Gear 2 damals gedacht habe. Oder in Metal Gear 1. Warum geht das nicht? Und selbst hier haben sie es nicht gebacken gekriegt. Bin ich gespannt, ob das... Ich hoffe doch, dass Kartons auch ihre Daseinsberechtigung in Metal Gear 5 haben werden. Aber ich denke schon, da habe ich eigentlich keine großen Bedenken, weil... Wurden immer mitgearbeitet. Außerdem ist der Karton hier so viel... Wurde extrem nützlich, weil, denke ich mal, dass wir dann nicht auffallen, wenn das Auto von der Überwachung da vorbeifährt, ne? Darf halt nur nicht zu schnell, muss halt darauf achten, ob die Scheinwerfer zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob die hier langfahren. Scheint zumindest nicht so. Doch. Doch, 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 doch. Da, die hätten mich jetzt nämlich sonst volle Kanne gesehen. Aber gut, so klappt das. Sind weg. Hinterher. Ich mag das. Ich mag den Karton. Eigentlich können wir doch auch... Oh, oh. Wer? Wo? Wo denn? Vor mir oder hinter mir? Der da? Okay, gut. Ich glaube, der macht nichts. Ja, ich schläfe ihn am besten gleich ein, wenn die umgebogen sind. Wie der Controller gleich shakern muss. So, die sind weg. Jetzt bist du dran. Nein, seid ihr nicht. Nein, 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 nein. Nächster Under Attack. Geh weiter. Ah, jetzt ist der wieder, hat er sich wieder versteckt, wa? Warten wir mal kurz auf ihn. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen blöden Kamerawinkel erwischt. Aber gut, es tut mir leid, dass ich diesen Abschnitt so extrem langsam spiele, aber... Oh.
Ich glaube gar nicht, wie viel Gefallen ich gerade am Karton finde. Muss ja auch mal. Boah, eine Folge nur für den Karton, ja? So. Die sind weg. Schauen wir mal auf das Solid Eye. Was, hat mich wieder einer bemerkt, oder was? Ist denn hier bitte noch jemand? Eigentlich würde ich das gerne ohne Alarmphase hier fertig machen, aber irgendwie habe ich die Kamera hier gerade so extrem scheiße positioniert. Muss mal ein bisschen weiter. Wow, 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 gut. Mein Gott, sind da irgendwelche Säufer, was da so laut ist? Hier im Fenster oder so? Keine Ahnung. So, er geht weiter. Der Typ schläft. Ich gehe also am besten dort lang, weil ich schätze, dass dort keiner ist, der wach ist, weil die hätten ihn ja sonst aufgeweckt, ne? Der wundert auch nicht, dass der Karton jedes Mal ein paar Zentimeter weiter verschoben ist, ne? Gut, der ist wieder weg. Ja, die machen auch nichts. Hinterher. Okay. Ganz unauffällig. Scheint sein Ziel gefunden zu haben. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, hier ein bisschen abgelegen, der Ort, ne? Kommen Sie nochmal. Dürften mich aber nicht aufhalten, wenn ich hier stehe, oder? Oder doch? Nö. Die wollen mich nicht. Der checkt nochmal, ob alles okay ist. Okay. Alles klar. Na, da zieht er sich wieder um. Wow, ich würde eigentlich gerne den Karton doch nochmal benutzen, Snake, danke. Denn es scheint, dass der Typ sein, ja, wie sagt man, Objekt der Begierde, Ziel der Begierde, whatever, gefunden hat. Das wäre nämlich hier. Schauen wir ihm mal zu. Ja, nettes Anwesen, fällt gar nicht auf, hm? Ganz ehrlich, als Versteck würde ich mir natürlich... Wobei, eigentlich, wenn man sich als Versteck etwas im Herzen des Gegners nimmt, fällt das vielleicht weniger auf, weil man da vielleicht den Feind nicht wirklich erwartet, hm? Aber gut. It's only my imagination. Misstrauisch, ja? Wie schnell hast du dich umgezogen, Snack? Da war die Action wieder. Who's there? I'm here to see Big Mama. Ja, auf die Art und Weise kannst du bestimmt mit dir sprechen. Is this the guy? What do you think? Was? Hä? I didn't hear him coming at all. He's gotta be the one. Wovon redet ihr? Yeah. Look at him. He's ancient. Ancient? Gib dir gleich einen alten Mann, pass mal auf hier. Ich glaube, da habt ihr Snake ein bisschen beleidigt, ne? Aber ganz ehrlich, wenn alter Mann sich noch so bewegen kann, ja? Wenn er fitter ist als fünf Leute, die vielleicht 30 sind, wahrscheinlich sogar jünger, dann habt ihr irgendwie in eurer Ausbildung nicht aufgepasst. Voll in die Fresse hier. Der Move ist erinnert mich ein bisschen an Twin Snakes, wo Snake da drei Leute auf einmal da fertig macht, ne? Wo ihn da ein Sniper-Wurf ausnackt. Ein Apfel? Very impressive, CQC. Ja, die kannte ich in Metal Gear 1 und 2 nicht, aber jetzt? Weil es kam ja 3 dazwischen. No doubt about it. He is the legendary soldier. Scheint's mich ja zu kennen. Call me Mama. Big Mama. Von mir aus. Ich habe eigentlich eine Schwarze erwartet, eine fette Schwarze, die eigentlich ein Kerl ist. Buh. I need to talk to you. Mama. Raiden sent me. My, how you... Übrigens, es könnte sein, dass die Episode heute ein bisschen länger wird. Ungewollt, aber du kennst meinen Namen. It was you, not I. Who was created from the rib of man. But I gave you life. I am your mother. Oh mein Gott. Ja, darüber wurde auch nie geredet, ha? Snakes Mutter. What? Les enfants terribles. You can't grow a human being in a test tube. Not even a clone.
You need a woman's body to give it life. You mean a surrogate mother? That's an awfully cold way to put it. I am your mother. I gave birth for the Patriots. War das so, huh? Gave birth. The forbidden fruit. Appropriate. No? Ja, wenn du das sagst. Na gut, Snake, Apfel. Follow me. I'll explain everything. Eigentlich habe ich gehofft, dass hier so ein bisschen Speichern kommt, aber wenn nicht, werde ich die Episode entweder länger machen oder wieder in der Mitte splitten. Ich bin für beides offen, muss ich sehen. Mehr Cutscene, gut. The man who wants me dead is liquid. Your twin. Ja, aber er ist doch dann auch dein Sohn. You think you know him, but I know him better. Ach so? He was once Ocelot, but Liquid has taken control of his soul. Wie hat er das geschafft? And now he's locked in a bitter struggle with Zero. Zero, der aus Metal Gear 3. The founder of the Patriots. Major Zero. Founder. When did this happen? 40 years ago. During the Cold War, when the United States and the Soviet Union were still at odds. It was in that chaotic era that the Patriots were born. And I played my part. I was one of the founding members. You? Zero created the Patriots to manage and control the American state. That control endured long after the Cold War. So was als Engländer. The organization became an empty shell, continuing to function through AIs. Those AIs are responsible for the creation of the war economy, and they gave rise to the Sons of the Patriot system. But I am partly to blame. I bear some of the guilt for creating the organization. It was right after I first met your father. Big Boss. Wo habt ihr euch getroffen? Back in 1964, I was ordered to take part in a CIA op called Operation Snake. Ach, du warst bei Snake da dabei, ja? Which concerned a new weapon the Soviets were developing at the time. My mission was to support a certain agent. That agent later became Big Boss. But I knew him. Oh ja, wir waren ja live dabei. Yes. Naked Snake. That was his code name at the time. A name he would give to you, his son. The commander of this mission was a man called Zero, the head of Special Forces Unit Fox. Back then, I was working as a double agent for the Chinese. Ach wirklich? Na, wer war das, hm? Ich meine, es ist wahrscheinlich eh schon klar, aber ich hab's versucht, so lange offen zu halten, wie es ging. And reported to Beijing. I was to acquire a microfilm showing the location of secret funds. Funds amassed by the Allied powers during World War II. But I failed in my mission and was expelled from China. I took the apple from the snake and was cast out of Eden. After years on the run, I ended up in Hanoi. That's where I met him again. It was around then that Zero used the massive funds contained in the Philosopher's Legacy to start a new organization, the Patriots, which would carry out the final wishes of a certain legendary hero. The initial membership consisted of Big Boss, Sigint, Paramedic, and their commander, Zero. Oh, and there was one more who we mustn't forget. He stayed behind in the Soviet Union to support the group as an informant. Natürlich. Awesome. Ocelot, huh? Aber was hat... Ja, ich will nicht zu viel reinreden. Aber ihr könnt euch die meisten Sachen jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr zusammenbasteln. The Boss was a legendary hero from the Second World War, known as the Mother of Special Forces. She had an almost overwhelming charisma about her. The CIA feared this,
so they had her eliminated. If she had survived, the world of the 21st century might have been a very different place. We were all influenced by the boss's will. It was what drove us to create this organization, to be closer to that spirit. Zero decided that in order to lead the people, we needed a special kind of icon. So we turned to Big Boss, the last son of the boss. He shared more of her life than anyone else. It was Big Boss, the true heir to her legacy, who was best suited to play this role. Ja, was er alles an dem Leben noch durchgemacht hat, hm? LG5, Peace Walker, bestimmt noch mehr. The status of an idol. The truth behind Big Boss became riddled with exaggeration, misrepresentation, and outright lies. Zero disseminated these stories among the masses and gathered the rich and powerful to his banner. Every era needs its symbols to control the people, whether it be the stars and stripes, or the hammer and sickle. As the times and currents of politics changed, so too did Zero. Eventually, he became a prisoner of his own lust for power, sparking friction between him and Big Boss, who resented playing the puppet. With Big Boss drifting away, Zero realized he would need insurance. Something that would perpetuate the existence of Big Boss, their organization's icon. And so Zero secretly embarked on a new project. Les Enfants Terrible. Er ist also derjenige, der das Ganze in die Wege geleitet hat, ja? Bin ich eh gespannt, ob Zero eine Rolle in Metal Gear 5 hat, hm? Vielleicht ist er dieser Masked Man. Ich glaub's zwar nicht, aber darüber habe ich nie nachgedacht. The egg used in the successful in vitro fertilization came from Dr. Clark's assistant, a healthy Japanese woman. Blood from the East flows with it. Uh-huh. Give birth to Big Boss. To realize this, I asked to serve as the surrogate mother, and was more than happy to carry you in my womb. I loved him. 9 months later, I gave birth to two Big Bosses. Und was ist mit Sully da? It didn't matter that you were clones or that they had manipulated your DNA. You were born the same way as any other normal child, from your mother's womb. But Les Enfants Terribles proved to be the final straw for Zero and Big Boss. Determined to oppose Zero and his plans, Big Boss broke away from the Patriots. He left the States, created his own mercenary company, and drifted around. Oh ja, zum Beispiel Afrika. I'm sorry. Nach Zanzibar. Your father never wanted you. Human life isn't meant to be manipulated like that. I knew that, but I wanted you. After Big Boss left, Zero really lost control. What Zero wanted was an orderly world, one governed by rules. His fortune grew through countless wars, and his words influenced decision-making all the way up to the Oval Office. As the world saw the rise of digital technology, IT, the internet, and genetics, the Patriots' power grew immense. Their roots spread and took hold throughout. Das ist krass erschreckend, wenn man denkt, dass es vielleicht sogar tatsächlich sowas gibt. Jemanden, der so viel Macht hat, oder eine Organisation, die so viel Macht über die Welt hat. Ich meine, ist es möglich? Vielleicht gibt es auch die MIB. Vielleicht gibt es auch Superman. Aber gut, das Spiel gibt mir endlich eine Gelegenheit zu speichern, was ich dankend annehme. Ich denke, dadurch werde ich das so in einem Part lassen. Aber was wir noch alles von Big Mama erfahren werden, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Let's Play Metal Gear Solid 4. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin.